Im heutigen Video möchte ich auf die Fotos eingehen, die ich letztens bei der Demo gemacht hatte. Vorab kurz gesagt, ich sitze endlich mal wieder vor meinem Schriftzug hier so angeschnitten. Meine Kunst sucht Freiheit. Der eine oder andere wird das vielleicht schon kennen. Und man muss dazu sagen, in dem Raum, wo ich das habe, der ist nicht gerade der größte. Somit sitze ich hier gerade so ein bisschen beengt, ja, sonst hätte ich hier ein bisschen was umräumen müssen, da hatte ich jetzt keine Lust drauf. Aber ich wollte es einfach mal wieder im Hintergrund haben. Und eigentlich ist auch mein Plan, das auch so einzurichten, so ein Setup, dass ich das häufig im Hintergrund habe, weil das halt auch die Ursprung oder ja, der Ursprungsgedanke auch hinter dem Ganzen ist. Habe ich ja letztens erst wieder erklärt. Auf jeden Fall hatte ich ja letztens schon das Video rausgebracht. Ich hatte mich ja spontan dazu entschlossen, zu dieser Demo zu gehen. Das ist hier auch kein politisch bewegter Channel in keinster Weise. Kann man nachgucken, was meine Videos anbelangt. Deshalb führe ich hier auch keine Diskussion oder so. Sowieso nicht im Internet, das habe ich auch schon mal erklärt. Trotz alledem hatte ich mich spontan dazu entschlossen, dorthin zu gehen. Warum habe ich das eigentlich gemacht, könnte man sagen. Für mich in erster Linie, weil ich halt Fotos mache und natürlich auch Videos und ich das dann halt festhalten wollte, wie sich dort die Leute verhalten, wie läuft. Ich war noch nie auf so einer Demo, muss ich ehrlich sagen. Also in dieser Größenordnung sowieso nicht und auch noch nie in so einem Zusammenhang. Und jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Ich war schon mal auf einer Demo, aber das war auf jeden Fall was anderes. Und hatte das dann halt, ne, im Internet in einem Artikel gelesen und dann habe ich mir gedacht, okay, Sonntag klingt gut, muss ich mir halt einplanen und habe mich dann spontan, recht spontan dazu entschlossen, genau, und wollte dann halt, wie gesagt, wie gerade eben schon erwähnt, fototechnisch auch auf jeden Fall, ich wusste noch nicht genau was, wie und wie sich das alles abspielt, aber ich wusste, ich möchte das gerne festhalten. Am Ende sind dann echt coole Fotos, wie ich finde, natürlich entstanden. Und ich hatte die ja schon im Video mit eingebaut. Das Video ist hier auch nochmal verlinkt. Leider, ich verstehe es halt nicht, ich krieg nie mal die Chance, richtig mal eine Reichweite zu bekommen, ne, dass man mal einfach mal mehr Leute das sehen. Auch klar, da haben 1000 Leute Videos wahrscheinlich gemacht, aber es ist halt immer schade. Aber wenn das mein einziger Beweggrund wäre, hätte ich schon längst aufgegeben, deswegen mache ich immer weiter. Und deswegen sage ich es jetzt einfach nochmal, wenn das jemand Lust hat und das vielleicht noch nicht gesehen hat, vielleicht kommen ja auch manchmal die Dinge gar nicht an. Es gibt nicht umsonst auch diese YouTube-Aussage, Glocke, genau, Glocke aktivieren, ja. Vielleicht müsste man es auch machen, wenn man möchte. Gerne, gerne liken, ja, gerne Daumen hoch, gerne was kommentieren. Wie gesagt, ich führe keine Diskussionen im Internet und wenn Dinge über die Stränge schlagen würden, ich lasse das meiste sowieso stehen, konstruktiv, was auch immer, und manchmal gehe ich auch drauf ein, egal was es ist. Aber wenn jetzt jemand hier über die Stränge schlagen würde, dann. Wow, das war mein Handy. Super, aber wir machen direkt weiter. Würde ich das natürlich rausnehmen, so wie andere Dinge auch. So, ich hatte ja da dann Videos gemacht, logischerweise, und aber auch Fotos. Und das war echt cool, weil ich hatte anfangs bis zum Brandenburger Tor hin eigentlich gar keine Fotos gemacht. Erst später dann die Kamera rausgenommen und ich bin wirklich froh darüber. Ich bin auch froh darüber, dass ich hingegangen bin. Erstmal muss ich direkt sagen, es war eine sehr freundliche, eine, ja auch, aber es war auch eine sehr friedliche Veranstaltung. Ich habe keinen einzigen Zwischenfall gesehen, nichts mitbekommen, gar nichts, wirklich nichts. Ich würde es erzählen, wenn es so anders wäre. Es waren auch nicht nur 20.000, ich habe am Ende gelesen, es waren 100.000 Menschen, muss man mal vorstellen. Und es ist wirklich nichts passiert. Also ich bin sehr froh darüber, auch für die Leute, die halt natürlich dort waren, logischerweise. Und dann, als ich dann halt am Brandenburger Tor durch war und die seitlichen, man konnte direkt über die Straße laufen, ne, wo die Autos normalerweise langfahren. Und in der Mitte, wer da war und das kennt, weiß ja, dass die Straßen natürlich auch geteilt sind durch so ein. Ja, so eine Steinformation halt am Boden, ne? Eine Trennung quasi zwischen den beiden Fahrbahnen. Da kannst du ja auch langlaufen. Und ich bin dann irgendwann so in dieser Mitte immer, habe ich mich viel aufgehalten und habe dann irgendwann, gerade auch, wo es dann zum Ende hinging, von der Demo quasi, wo ich dachte, okay, ich habe auf jeden Fall genug Videomaterial, habe ich dann auch irgendwann mal, davor auch schon kurz, aber dann im Wesentlichen dann die Kamera rausgeholt und habe dann mich im Endeffekt Richtung Brandenburger Tor in die Mitte gestellt und habe dann immer gewartet, wer mir so entgegenkommt noch. Und viele sind aber auch schon in die Richtung wieder zurückgegangen.
Und manche mussten halt vielleicht auch in die Richtung nach Hause, das weiß man ja nicht. Und dann sind mir viele da entgegengekommen und dann habe ich ganz spontan mir Leute rausgesucht mit entsprechenden Schildern, die ich halt auch ganz interessant fand, die gut aussahen, wie auch immer, die auch. Und habe dann da Fotos gemacht. War richtig cool. Ich stand da wie so ein. Ja, das war, hat mich auch an so alte Zeiten von früher auch erinnert, wenn wir viel live gedreht hatten, auch früher und so, wo du einfach spontan entscheiden musst, hey, ich nehme das mit, ich nehme das mit. Es gibt keine zweite Chance sozusagen. Ja, das war cool. Hat echt Spaß gemacht. Ich war froh, dass ich da war. Es war eine freundliche und super gute Veranstaltung. Und es wäre egal, welches Land es wäre oder sonst was. Solidarität ist eine wichtige Sache. Und es war jetzt hier auch bei uns in der Umgebung, habe ich auch durch Zufall nur mitbekommen, gab es eine Sammelstelle für alles Mögliche, aber auch vor allem Klamotten. Und da habe ich auch noch was hingebracht. Fand ich echt super. Das ist, da ist echt einiges zusammengekommen. Fand ich mega. Ich verquatsch mich hier schon wieder. Ich hoffe, ja, dass es trotzdem ganz interessant ist. Ich habe jetzt keine bestimmte Reihenfolge. Ich fange jetzt einfach, aber ich muss mir das auf dem Handy angucken, damit ich später halt weiß, okay, wie blende ich die Fotos ein. Diese Reihenfolge halte ich dann quasi an, ein. Hier, das Foto, was ich jetzt einblende, ist dann eigentlich, glaube ich, auch das erste sogar gewesen. Da stand ich noch so zum Brandenburger Tor hin und wollte einfach so ein bisschen diese Menschenmasse, wobei die ja noch viel größer eigentlich war, auch logisch, aber einfach in Schwarz-Weiß erstmal festhalten. Habe ich dann da auch gemacht, wie man sieht. Gefällt mir auch ganz gut. Schöner Anschnitt und so. Und man sieht halt so ein bisschen dieses Gathering, ich habe auch alle Fotos, habe ich auch bei Instagram gepostet. Und darauf komme ich auch nochmal zurück, wenn ich es nicht vergessen sollte. So, das ist dann quasi das erste Foto gewesen. Die anderen sind jetzt nicht so in der Reihenfolge, wie ich es ursprünglich gemacht hatte, aber das ist ja auch egal. So, das ist das zweite Foto, was ich jetzt zeige. Die zwei Mädels fand ich auch super nett. Wie man sieht, haben die extra für mich auch dann angehalten. Die sind einfach stehen geblieben. Ich habe ja. Gut, wenn du da langläufst, musst du damit rechnen, dass du gefilmt wirst und dass du auch fotografiert wirst. Das gehört halt dazu. Ne? Es sei denn, es sagt einer direkt zu dir, hey, möchte ich nicht. Dann musst du natürlich auch akzeptieren, logisch. Und, aber es hat keiner gesagt. Und das fand ich mega. Und die haben auch extra halt, wie man ja auch sieht, angehalten. Und ich habe mich dann davor schon entschlossen, dass ich quasi in Schwarz-Weiß fotografieren werde. Allerdings später dann entsättigt. Die Fotos rausbringe. Warum habe ich mich dann entschlossen, das entsättigt rauszubringen? Also ich bin ja immer nur ein Fan eigentlich größtenteils wirklich von Schwarz-Weiß sowieso und wenn dann entsättigt. Ich mag einfach das Reduzierte, ich mag das Kontrastreiche, gerade im Schwarz-Weiß-Bereich und reduziert aufs Wesentliche. Und ich habe mir aber da überlegt, hey, wenn du jetzt wirklich nur Schwarz-Weiß machst, dann gehen die Farben einfach verloren. Dann könnte die Flagge, weiß ich, also wie soll man das sagen? Ich wollte einfach, dass so ein bisschen die Farbe durchkommt, sodass man die Message noch bekommt, ne? Und deswegen habe ich das dann auf, ja, das sagt einem jetzt bei Photoshop nichts, wenn man es nicht weiß, aber halt auf gewisse Werte runtergezogen, gerade halt bei der Sättigung ins Minusbereich. Und da ist immer so ein guter Wert, minus 75, 76 ist immer ganz toll, wenn man die RAW-Bilder bearbeitet. Und ja, deswegen gefällt mir der Look echt gut. Deswegen habe ich das auch so gemacht. Und die Bilder, klar, wenn man jetzt Möglichkeit gehabt hätte, mit den Leuten zu sprechen und sie zu fragen, wirklich, hey, könnt ihr euch so hinstellen, dann hätte man es noch viel besser anschneiden können. Das sind spontane Anschneidungen, die ich mir direkt dann überlegt hatte. Und wirklich, der Look gefällt mir echt gut. Das nächste Bild war dann natürlich schon eigentlich auch davor schon. Das war halt auch noch Richtung Brandenburger Tor, recht nah dran. Da standen die auf diesen Stromkästen drauf, fand ich auch richtig krass. Ich wollte da eigentlich auch hoch, aber das war alles voll. Dann hätte ich mich ein bisschen höher fotografieren können, wäre ich cool gefunden. Und auch da so ein bisschen die Mauer angeschnitten und dann halt auf diese große Flagge rauf und den Schriftzug. Fand ich ganz interessant, was die Leute auch alles so mitbringen für diese Demo, was sie alles hatten. Woher man das auch so schnell herbekommt. Haben die sich das dann einfach in den letzten Tagen anfertigen lassen? Oder weil das ist ja hier, ne, offensichtlich nicht selber bemalt. Vieles war ja ganz einfach. Auch cool, aber einfach bemalt. Das nächste Foto war halt, ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Figur heißt, die da halt auch Richtung Brandenburger Tor oben drauf steht. Die hatte auch so eine Fahne oben und alles. Da hat jemand No War rangeklebt. Ich bin ja immer so ein Fan, Perspektiven und so weiter. Da habe ich das ein bisschen angeschnitten. Und das fand ich auch ganz cool. Hier sieht man auch dann, wenn man ein bisschen weiter reindenkt, halt No War und dann die Menschenmasse, die auch da rumsteht und ich finde, das versinnbildlicht auch dann halt genau diese Message, dass die Leute dafür halt auch da sind. Ne? Dass halt kein, dass man natürlich eigentlich keinen Krieg möchte.
Das nächste Foto fand ich auch mega. Einfach sieht einfach geil aus, finde ich jedenfalls. Ich bin nie so ein Typ, der sich selber so lobpreist. Ich vergesse nicht die Dinge, aber wie sagt man, wenn ich was rausbringe, wenn ich irgendwas mache, ich schließe damit immer ganz schnell ab und will dann irgendwann das nächste machen und denke darüber nicht nach. Und wie gesagt, ich klopfe mir selten nie selber auf die Schulter. Aber jetzt möchte ich MKSF präsentiert mäßig mal wieder was zeigen auch. In dem Sinne ist mir es auch wichtig, da die Leute auch hervorzuheben. Und mir hat es richtig gut gefallen, wie sie da zufällig stand. Das ist richtig, mir gefällt der Anschnitt gut. Die Leute laufen auch noch so rüber ans Bild. Hinten noch immer wieder das Brandenburger Tor auch. Ist ja auch so ein Sinnbild für ja, viele historische Ereignisse. Natürlich im negativen Bereich, aber auch im positiven Bereich. Deswegen passt das alles echt sehr gut. Und das Foto hat mir wirklich sehr gut, gefällt mir wirklich sehr gut. Auch da der entsättigte Ton gefällt mir wirklich gut. Das nächste Foto etwas weiter weg. Im ersten Moment wusste ich nicht so genau, hey, ist das cool, aber als ich das dann quasi auf dem Computer hatte und alles, fand ich das doch gar nicht so schlecht, dass es so ein bisschen weiter hinten war und da steht ja Protect Ukraine und auch da die Farben sind ganz cool, dadurch, dass man es entsättigt hat und auch so ein bisschen, gut, da hätte man nach meinem Geschmack, aber das war halt spontan. Da hätte man, wenn man die Zeit gehabt hätte, das anders einrichten hätte können, natürlich noch die Flucht von der Straße etwas mehr. Das kommt auch mal ganz cool. Ne? Das ist typischer Fotografen-Trick irgendwo. Hier, die Pappe hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dann auch oft so um mich nach hinten geguckt, wo ich so stand, in die Richtung zum Brandenburger Tor. Habe ich oft so geguckt, habe geguckt, ah, wer kommt denn da vielleicht alles? Also, da kamen ja 1000 Leute, aber wer hat denn alles noch so coole Schilder? Und er kam mit diesem Freedom, das fand ich geil. Da wäre es natürlich krass gewesen, zum Beispiel, wenn er jetzt das so gehalten hätte und man hätte dann im Hintergrund noch irgendwas gesehen, was da so auf derselben, ne, derselben Höhe oder wie auch immer. Auch dafür war natürlich überhaupt keine Zeit. Ich habe das so dann angeschnitten und sieht echt cool aus, dass er das so durchgeschnitten hat, man durchgucken kann. Super, gefällt mir wirklich gut. Das fand ich witzig. Sie kam da an mit diesem Schild und was ich cool bei ihr fand, dass sie mich nochmal gefragt hatte, ob sie sich nochmal hinstellen soll. Das fand ich mega. Und dann hat sie extra nochmal angehalten und hat das dann nochmal hingehalten und ich habe dann schnell auch das spontan. Aber es ist trotzdem, es hat eine Wirkung, finde ich. Ich bin sag selber, man hätte es auch nochmal anders anschneiden können, aber ich finde es gar nicht schlecht. Also ich finde es wirklich cool. Und das sind halt auch andere Bilder. Das sind halt so, ich finde, da überwiegt die Spontanität auch mehr. Das entspricht dann auch aus meinem Sinn mehr der Situation, die ja da auch stattgefunden hat. Alles geht recht spontan, so wie es halt sein soll. Leute laufen irgendwo quer durch die Gegend, halten ihre Schilder hoch. Na, da ist ja nichts festgeplant oder so. Also ich finde, das passt schon alles ganz gut. Mein Lieblingsbild ist jetzt dabei, wo ich anfangs dachte, das ist gar nichts geworden. Ich habe halt auch immer Spaß daran und das ist mein Training von früher auch, vor allem wo ich in der SAE war. Wir sind ja ganz oft ins kalte Wasser gesprungen. Ne? Ja, dreht da, mach das. Und manchmal war es uns früher, mir auch, manchmal noch teilweise unangenehm, zum Beispiel auf der Straße zu drehen zwischen Menschen, die an einem vorbeilaufen und man macht da was und gucken die einem jetzt zu und so. Und irgendwann hast du ganz schnell gelernt, hey, du bist in deinem Film drin, du machst einfach deine Arbeit sozusagen. Und das ist doch egal, wer was denkt. Und ich habe das dann ganz schnell abgelegt. Ich habe in allen möglichen komischen Situationen schon gedreht und Fotos gemacht. Und da lag ich halb am Boden. Also nicht lag, aber ich habe mich so quasi hingekniet, ganz tief. Und die Leute laufen einfach an mir vorbei. Und vielen wäre es vielleicht total peinlich oder unangenehm. Mir ist es total scheißegal dann, weil ich suche nur nach dem Bild. Habe da vorher schon ein paar Mal Bilder gesucht und geguckt. Und also mit Bildern meine ich Ausschnitte. Und dann wollte ich halt mal auf den Boden nochmal, weil ich dachte, ich mag halt auch gerne, wie gesagt, bin Perspektiven-Fan. Ich mag gerne ausgefallene Perspektiven, die halt dann, ja, ein Bild einfach für mich schön spannend und anders machen. Und ich war halt da unten und dann schwierig, ne? Erstmal klar, fokussieren hinten drauf ist nicht schwer, aber schwierig, den Moment zu treffen, ne? Und dann dachte ich so, ach, scheiße, ich hab's nicht hinbekommen. Dann habe ich mir das angeguckt und dann war das richtig geil, wie hier die Füße im Bild erstmal stehen, das war mir natürlich währenddessen schon klar, aber dass auch hier rechts unten der Fuß so schräg drin steht, hier die zwei Füße oder Schuhe mehr oder weniger, der eine ist gerade so leicht in der Luft, der Schritt nach vorne und dann hast du halt in der Mitte und ich finde es gar nicht schlimm, dass da nicht komplett No War draufsteht, dass es eher leicht abgeschnitten ist, sondern es gibt auch nochmal so einen geilen Touch irgendwie und dann hinten die zwei Jungs, die das wahrscheinlich auch gemacht hatten, weil die saßen da auch die ganze Zeit.
Hinten auf dem Zaun drauf noch der Fahrradfahrer. Und man ist ja eh klar, was da steht, auch wenn es eher leicht abgeschnitten ist. Und danach war ich super begeistert von dem Bild. Also es hat mir sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Und ich werde das auch mir vergrößern und größer ausdrucken. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und jetzt kommen noch zwei. Dieses Bild fand ich auch cool. Das erinnert mich irgendwie an so ein bisschen so, keine Ahnung, sie steht da mit der Maske und hält das so hoch, wie so ein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber einfach ein krasser Look irgendwie, wie so aus so einem Movie, so gefühlt fast, ne? Hat mir auch gut gefallen, auch da die Farben, dieses Blaue, dieses Gelbe, was dann wiederum auch zu ihrem Plakat passt und auch zu den Flaggenfarben, logischerweise, fand ich super. Und das letzte Bild hat mir auch sehr gut gefallen. Das Witzige dabei war, der Zettel ist mir im wahrsten Sinne eigentlich zugeflogen. Also ich bin so lang gelaufen, ich hatte diesen Zettel nicht. Hab den vorher auch gar nicht gesehen und dann ist er mir quasi zwischen die Füße so geflogen. Und dann dachte ich, cool, habe ich den in die Hand genommen und dachte, hey, krass. Und dann habe ich mir den halt, da stand ich da auch so. Das ist auch so ein Ding, das hat mich null interessiert. Ne? Ich stand da zwischen, die Leute sind an mir, direkt an mir vorbei, sind die vorbeigelatscht. Da kamen ja Menschenmengen ohne Ende. Und ich stand da die ganze Zeit mit der Kamera so. Ich stand da so, hab das so schräg vor mich hingehalten, hab die ganze Zeit versucht, darauf scharf stellen, da, das im Hintergrund, das kommt immer geil. Das ist halt immer so mein, was ich halt cool finde. Und es hat gut geklappt. Ich habe dann darauf geachtet, dass diese Figur leicht noch mit drin ist. Brandenburger Tor sowieso wieder. Der Schritt nach hinten, es ist quasi jetzt zu Ende. We want peace und die Menschenmenge, ne? Das erklärt dann vieles von selbst. Fand ich cool, hat mir gut gefallen. Auch das werde ich mir höchstwahrscheinlich vergrößern lassen. Und was ich noch sagen wollte, Instagram-mäßig, ich habe das einfach mal gemacht, mache ich selten, weil auch bei Instagram habe ich leider nicht die große Reichweite. Es ist halt einfach so, es ist verflixt. Ich hätte es gern anders, aber warum das so ist, weiß man nie. Und mir war es ein Anliegen. Ich wollte, dass Leute, gerade aus der Ukraine auch sehen, was zum Beispiel in Berlin abgegangen ist. Und ich habe dann, man kann da Promotions machen, das heißt, man kann dann mit kleinen Beträgen, auch für einen Euro zum Beispiel, natürlich, wenn du viel mehr Geld ausgibst, hast du eine riesengroße Reichweite, aber das mache ich natürlich auch nicht. Sondern ich habe dann so in kleinen Euro-Beträgen das gemacht und dann kannst du noch einstellen, welche Tage, wie viele Tage und so. Zum Glück haben die es heutzutage auch wesentlich einfacher gemacht als früher, aber das ist jetzt auch egal. Und hab dann Dinge quasi beworben, ein paar Bilder fand ich super, auch das No War, das Schwarz-Weiß zum Beispiel und auch das mit dem, was ich gerade noch erzählt hatte und ja, auch die Mädels am Anfang und so und dann habe ich und hab dann, das wollte ich noch sagen, hab dann die kannst du so einstellen, nach was soll jetzt die Promotion, nach welchen Leuten soll das ausgelegt werden, das kann auch automatisch gehen, dann hieß es so, ja, nach deinen Followern quasi, das wollte ich aber nicht. Nicht, weil ich die Follower nicht mag, aber ich weiß auch, dass da viele dazwischen sind, die auch irgendwie Bots sind. Das ist halt bei Instagram heutzutage so. Nach was orientierst du das dann? Und vielleicht auch Leute, die sich dafür überhaupt nicht interessieren. Und ich wollte unbedingt, dass es genau die richtigen Leute trifft. Und deswegen habe ich dann mir selber eine Gruppe erstellt und habe dann Länder rausgesucht, die halt auch, natürlich Ukraine sowieso, aber auch umliegend so ein bisschen und alles, was so vielleicht betroffen ist und Leute, die sich auf jeden Fall auch dafür interessieren. Und habe dann riesen, richtig, richtig gutes Feedback bekommen. Zu 90, 95% aus der Ukraine direkt. Fand ich mega. Und die haben sich alle, die fanden das alle toll, haben sich alle bedankt. Auf ihrer Sprache, da musste ich dann Google Translate natürlich nehmen, aber auch auf Englisch. Die haben mir Nachrichten geschrieben, die haben mir gefolgt, auch ich habe zurückgefolgt. Ich habe ihnen immer geantwortet. Haben meine Fotos geliked und haben sich gefreut, dass man quasi Licht darauf wirft und in irgendeiner Art und Weise quasi das unterstützt. Ich sag auch ganz kurz zum Abschluss, das mit dem Video, wenn ich jetzt jemand wäre, der eine große Reichweite hätte, der monetarisieren könnte, der damit Geld verdienen würde, dann wäre ich der Erste. Und damit möchte ich mich auch nicht lobpreisen, aber es ist für mich eine ganz klare Selbstverständlichkeit, dass ich dann dieses, was man da hätte einnehmen können, sofort abgegeben hätte in die Richtung, wo es gebraucht wird. Auch das kann ich dann nur im privaten Rahmen machen, leider nicht mit dem, was ich da vorhabe. Und deswegen wünsche ich mir, dass vielleicht Leute nochmal, wenn sie Lust haben, das Video aufrufen, gerne auch teilen. Es zeigt einfach, es vermittelt einfach das friedliche Bild vor dem Brandenburger Tor. In der ganzen Gegend dort mit den ganzen tausenden Leuten, dass es gut funktioniert hat, dass es echt eine tolle Veranstaltung war. Am Samstag ist es in Hamburg.
Aber das ist irgendwie für mich, glaube ich, doch zu weit weg. Und sonst wäre ich da auch hingegangen. Finde ich mega spannend. Würde ich gerne sehen, wie es da abläuft. Ja, so viel dazu. Das war mir auch ein Anliegen, heute nochmal darauf einzugehen. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. MK ist raus. Bis zum nächsten Mal.